Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt wieder ein paar Informationen zum neuen Update, was uns am 28. Februar 2024 erwarten wird. Genau, in 5 Tagen ist es soweit, wenn ihr es hier am Freitag guckt. Ich freue mich sehr, ich glaube, ihr freut euch auch sehr. Wir haben jetzt fast 3 Monate drauf gewartet. Das war wirklich eine sehr, sehr lange Zeit seit Rift in Time und Jack Skellington. Genau, und sie haben nochmal hier einen Text gepostet, der auf einer Videospielseite, auf einer englischen Videospielseite verfasst wurde, wo es noch mal ein paar Informationen zum nächsten Update gibt, die wir noch gar nicht so wissen. Genau, ist auch offiziell, das wurde auch von Disney Dreamlight Valley alles selbst gepostet. Genau, und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Ich habe das Ganze wieder auf Deutsch übersetzt. Eigentlich ist das nur auf Englisch. Darum können da so ein paar grammatikalische Fehler drin sein. Aber das kennen wir ja schon. Und eigentlich übersetzt das Programm ist immer sehr, sehr gut, wie ich finde. Genau, die KIs sind schon sehr weit fortgeschritten. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Gehen wir das Schritt für Schritt durch. Genau, das Disney Dreamlight Valley Update fügt Monsters Inc. Charaktere, also Monster AG, auf Englisch heißt Monster AG ja Monster Inc. Charaktere, Verbesserungen im Scrooge Store, also Dagobert Store, und mehr hinzu. Hoffentlich verkauft Dagobert Duck jetzt weniger Sofas und Betten, das wollen wir alle hoffen. Ich habe auch schon alle Sofas und alle Betten in allen verschiedenen Farben, die es gibt, und Küchentheken nicht zu vergessen. Küchentheke linke Tür, Küchentheke rechte Tür, linker Griff, rechter Griff, alle Farben mit Marmorflächen. Ich habe wirklich alle Küchentheken. Also bitte keine Küchentheken mehr bringen, obwohl ich nichts gegen Küchentheken habe, gerne aber in anderen Variationen. Auch in schöner vielleicht, ne? Ja. Genau, Gameloft hat ein neues Disney Dreamlight Valley Update mit dem Titel The Lorge Floor enthüllt. Mussten sie enthüllen, weil das ja schon bei Gameloft Japan geleakt wurde. Ich glaube, wir hätten es immer noch nicht gewusst. Ich glaube, heute hätten sie es bestimmt erst präsentiert oder vielleicht sogar erst Montag. Aber sie standen jetzt unter Druck, weil es eh geleakt wurde. Sie mussten es jetzt raushauen. Ja, mal gucken, ob heute Abend noch weitere Informationen kommen. Die werde ich auf jeden Fall dann wieder zu einem Video machen. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo und Like, da würde mich sehr, sehr freuen. Danke, danke, danke schön, damit ihr nichts mehr verpasst. Genau. Dass die Ankunft von Monsters Inc. Charakteren einem neuen Sternfahrt natürlich Verbesserungen an Dagobert Ducks Lado mehr beinhaltet. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich noch ein Traumbündel kommt. Das haben wir ja letztes Mal gar nicht bekommen. Also Traumbündel sollte, finde ich, aber auch drin sein. Bisher sind eh die Informationen zum Update noch nicht so richtig überwältigend. Wir gehen mal weiter, mal gucken, ob die uns noch was vorenthalten haben. Und es kommt noch besser. Tatsächlich, es landet am kommenden Mittwoch, den 28. Februar, auf allen Plattformen. Genau, wissen wir ja schon. The Lorge Floor dreht sich um das brandneue Reich von Monster AG, das vom Traumschloss aus zugänglich ist. Und das beliebte Monster-Duo Mike Wazowski, so heißt er auf Englisch, bei uns heißt er Mike Glotzkowski, finde ich auch viel witziger irgendwie. Wazowski, hat das auf englischen Sinn, wahrscheinlich wegen Watch, ne? Wazowski, wie am Glotzen, ja, okay, wegen dem einen Auge. Und Sully als Charakter einführt, die du nach Abschluss ihrer einzigartigen Quest in dein Tal einladen kannst. Genau, die werden ja so ein neues Realm bekommen, eine neue Tür im Schloss. Haben wir ja schon auf dem Titelbild auch gesehen. Wird so ein bisschen aussehen wie deren Fabrik, wo die arbeiten. Ja. Die Liebe zu Monster AG hört jedoch nicht mit einem neuen Reich und neuen Charakteren auf. Ich liebe auch Monster AG. Denn der Lovely Monster Star Path, dieses Update, ist auch voller aufregender Dekoration und Gegenstände. Darunter spezielle Traumstile für Mike und Sully. Das heißt, der Traumstil, also Kleidungsstücke. So früh kriegen wir schon Kleidungsstücke für die. Okay, das ist ja ganz cool. Ist ja eigentlich sonst unüblich, dass wir für neue Charaktere schon direkt Anzüge bekommen. Außer vielleicht in den Aufgaben am Ende. Sogar der Premium-Laden enthält einige Gegenstände direkt aus Monstropolis. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, es wird nicht zu Halloween-lastig. Da habe ich ein bisschen Angst. Weil wir hatten ja schon sehr, sehr viel Horror-Weihnachten. Nightmare Before Christmas. Es ist schon wieder Monster. Ich hoffe, es sind coole Gegenstände. Aber ich finde, Monster AG hat eh generell gute Möbel und gute Gegenstände schon immer gehabt. Ich mag die eigentlich ganz gerne so. Ja, genau. Wie zum Beispiel das kuschelige... Warte, nochmal. Sogar der Premium-Laden erhält einige Gegenstände direkt aus Monstropolis, wie zum Beispiel das kuschelige Entlein im Hausstil. Kuscheliges Entlein, das sagt mir jetzt nichts. Schreibt's gerne in die Kommentare. Im Hausstil. Okay, es kann auch ein bisschen komisch übersetzt sein. Ein Buonzi? Was ist denn ein Buonzi? Also Buonzi ist doch sie. Sie ist doch Bu, oder nicht? So heißt sie doch. Ich weiß nicht, was ein Onzi ist. Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Okay, irgendwas wird wahrscheinlich mit ihr kommen. Mal gucken. Vielleicht irgendwie ein Kuscheltier oder sie als tierischer Begleiter wäre auch witzig, der immer hinterherläuft. Das finde ich auch witzig irgendwie, ne? Oder ein Fuchs mit ihren Klamotten oder ihren Haaren. Wäre eigentlich auch cool, ne?
Und eine Sushi-Theke mit dem urkomischen, krakenartigen Monsterkoch. Genau, das ist er hier, wenn ihr den noch kennt. Irgendwas mit ihm kommt auf jeden Fall auch. Eigentlich auch ganz cool, ne? Ja, Sushi-Theke. Ja, ist ja wie eine Küchentheke. Das ist, glaube ich, ganz, ganz nice. Kann man sich auch so einen schönen Asia-Raum oder so machen. Wenn du dich von all dem Nervenkitzel vom Monster AG inspiriert fühlst, wirst du wahrscheinlich begeistert zu hören sein, dass Gameloft die Charakteranpassungsfunktion erweitert hat. Ja, das haben viele ja schon in dem Titelbild gesehen, dass die Dame da einen ganz anderen Hautton hat. Genau, das ist kein Zufall. Man wird jetzt seinen Charakter noch weiter bearbeiten können. Indem es neue Hautoptionen hinzugefügt hat, mit denen du dich monströs machen kannst, wenn du möchtest. Außerdem gibt es jetzt Kontaktlinsen, auch sehr cool. Zusätzliche Ohrstile und mehr Optionen für Gesichtsbemalung als zuvor. Und du kannst endlich deinen Namen ändern. Darauf haben wir alle gewartet. Natürlich, natürlich. Genau, mit den Namen wussten wir ja schon, aber ist doch cool. Also ich fände auch cool, wenn man sich so ein bisschen mehr zum Tier machen könnte. Also zu so einem Goofy oder zum Mickey Maus. Das fände ich auch nochmal geil. Sich auch kleiner machen könnte und da könntest du wirklich andere Beine nehmen und Füße und Hände und Nase. Ich hoffe, das kommt auch nochmal irgendwann. Dass du dir selber so eine Disney-Pixar-Figur in mir erstellen könntest. Das würde ich auch noch feiern. Ja, aber die Verbesserung, über die sich viele am meisten freuen werden, ist das Update von Dagobert Duck Shop. Ich glaube, das wird auch das größte Feature, dass Dagobert Duck Shop jetzt richtig erweitert und geupgradet wird, ne? Gameloft hat nicht nur versprochen, dass die Item-Rotation dramatisch besser sein wird, also mehr neue Gegenstände, nicht so oft die alten Dinger wie Küchentheken, Betten und Sofas, sondern auch, dass der Store nun mehr Podeste haben wird, also diese Bühnen, wo die ganzen Sachen draufstehen, von denen aus man Gegenstände kaufen kann und dass der tägliche Kaufbetrag für den Katalog erhöht wird. Ja, kein Item-Limit mehr von 25 beziehungsweise höher. Ich hoffe einfach 3000 oder sowas. Hoffen wir, dass wir jetzt alle mehr als nur Sofas und Betten finden. Genau. Sie können das The Launch Floor Update am 28. Februar kostenlos herunterladen. In der Zwischenzeit solltest du dir unbedingt unsere Liste der Disney Dynamite Valley Rezepte ansehen. Genau, da könnt ihr noch ein bisschen kochen. Ja, ich hoffe, es kommt halt noch ein bisschen mehr. Also sie haben sich ja jetzt sehr viel Zeit gelassen. Ich hoffe vor allem auf Fehlerbehebung. Bugbehebung sah ich auch schon seit ein paar Wochen, weil sie haben sich jetzt wirklich ungewöhnlich viel Zeit damit gelassen. Aber sie müssen auch gleichzeitig das nächste Rift in Time Update ja auch noch machen. Das wird ja auch noch im April und Mai kommen. Ich denke, die haben viel zu tun parallel. Ja, und ich hoffe einfach Fehlerbehebung und dass vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Irgendwas mit dem Schädelfelsen, vielleicht mal wieder eine neue Kartoffel, neues Geheimnis oder so. Wir haben ja auch diese Ritterrüstung gesehen, ne? Disney, von Walt Disney kommt ja noch dieser Brunnen und so weiter. Ich bin sehr gespannt, ne? Aber ich sollte auch zum Beispiel Dream Snaps Erweiterung sollte kommen, dass wir da nochmal eine Rangliste sehen. Immer so eine Top 10, Top 20, Top 100 fände ich auch cool. Oder dass man irgendwie auch mal Videos erstellen kann, Videoclips oder sowas bei Dream Snaps. Irgendwelche coolen Verbesserungen oder irgendwelche News-Seiten, die man auch im Spiel gleichzeitig hat, dass man sieht, ah, das kommt neu, dann kommt das Update und so weiter und so fort. Das sind die Fehlerbehebung, auch mehr Hot-Patches mal wirklich in der Woche. Fände ich auch mal sehr interessant. Also ich hoffe, dass das nicht alles ist und Traumbündel wäre natürlich auch nochmal ein Traum. Fände ich auch nochmal ganz cool, ne? Ja. Und Levelerhöhung fände ich auch sehr, sehr nice, dass man einfach endlich mal Level 100 kann und sein Inventar erweitern kann oder seine Ausdauerleiste, dass die auch nochmal größer werden kann. Würde ich mir auch sehr, sehr wünschen. Ja, ey, schreibt gerne eure Wünsche, Träume und Visionen für die nächsten Updates oder für das Update in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Ich freue mich auf jeden Fall. Natürlich freue ich mich über jedes Update. Es wird auch langsam echt Zeit. Wir brauchen wieder alle was zu tun. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Danke, danke, danke schön. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.